Hallo und herzlich willkommen zu Saya TV. Wir wollen heute mal das Thema diskutieren, diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zum Thema des Klimaschutzes. Und da begrüße ich auch recht herzlich meinen Kollegen, den Eberhard Waffenschmidt, ein Kollege hier vom Cologne Institute for Renewable Energy und gleichzeitig auch Teil des Vorstands vom Solarförderverein. Und der Solarförderverein hat eine dieser Klagen initiiert und auf die Wege gebracht, die jetzt zu diesem bahnbrechenden Urteil vom Bundesverfassungsgericht geführt haben. Eberhard, kannst du noch mal erklären, was war denn überhaupt die Motivation für eure Klage, die ihr da eingereicht habt? Nun, die Motivation war für unsere Kläger des SEVs die Erkenntnis, dass einfach nicht genug passiert in der Politik. Und insbesondere Wolf von Fabeck, unser ehemaliger Vorsitzender und im Moment Ehrenvorsitzender des Solarenergie-Fördervereins, hat diese Klage massiv vorangebracht. Er hat sich da sehr persönlich eingesetzt und sogar das Geld dafür vorgestreckt und hat dann mit den Anwälten regelmäßig konferiert und die Klage vorbereitet. Und es ist eben nochmal ein wichtiger Weg der Politik zu zeigen, dass die aktuelle Lage einfach nicht ausreicht. Also dazu mein voller Respekt. Ich habe es ja mitgekriegt, als ihr das eingereicht hattet, und meine Reaktion war da eigentlich, da macht ihr euch so viel Arbeit für nichts. Ich erinnere mich an frühere Entscheidungen des Verfassungsgerichts, beispielsweise als es um Braunkohletagebau ging, um die Enteignungen, die ja nur zum Gemeinwohl passieren dürfen. Und da immer die Entscheidung war, das geht uns nichts an. Von daher also wirklich Glückwunsch dazu. Aber was hat jetzt eigentlich das Verfassungsgericht genau entschieden? Grundsätzlich hat das Verfassungsgericht erstmal klargemacht, dass die Politik bei weitem nicht genug für den Klimaschutz tut. Das ist schon mal genau das, was wir eigentlich mit der Klage bezwecken wollten. Im Detail hat das Gericht ein wenig anders begründet, als wir das in unserer Klageschrift gemacht hatten, oder besser gesagt, unsere Kläger. Es gibt bei uns mehrere Einzelkläger, sehr junge, etwas ältere, und die hatten ursprünglich geklagt, dass sie sich vom Klimawandel persönlich betroffen fühlen. Das Gericht hat jetzt anders argumentiert. Das hat nämlich bestätigt, dass erstens das Pariser Klimaabkommen für die Bundesregierung bindend ist. Damit hat es Verfassungsrang bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hat weiterhin festgestellt, dass das Kohlendioxidbudget, was der IPCC, der International Panel on Climate Change, berechnet hat und aufgeteilt hat auf die einzelnen Länder, auch für die Bundesrepublik bindend ist. Dieses CO2-Budget darf nur noch maximal an CO2 emittiert werden, um das Klimaziel 1,5 Grad, vielleicht 2 Grad Erderwärmung zu erzielen. Und es hat weiterhin dann festgestellt, dass die aktuellen Maßnahmen zu einer so geringen Reduzierung dieses Budgets führen, dass in relativ naher Zukunft, ungefähr ab 2030, die Zahl hat das Bundesverfassungsgericht nicht explizit genannt, aber dann so starke Maßnahmen notwendig wären, um dieses völkerrechtsverbindliche Klimaziel zu erreichen, dass diese Maßnahmen vom Grundgesetz nicht mehr gedeckt wären. Das heißt also, dass also die Menschen, die dann leben, dermaßen stark eingeschränkt sind, dass das mit der Verfassung nicht mehr vereinbar wäre. Das nächste, was mich dann wirklich überrascht hat, das waren die Reaktionen, die auf dieses Urteil zustande kamen. Natürlich war, dass sich da viele drüber freuen, aber ich hätte auch große Kritik erwartet und Entschuldigungen und Abwehrhaltung. Und insbesondere, dass selbst der Peter Altmaier sich darüber gefreut hat, das kam mir schon fast so ein bisschen vor wie, mögen wir jetzt diesen Vergleich verzeihen, aber wie ein Serientäter,
der jetzt überführt wurde und selbst eigentlich froh ist, überführt worden zu sein, weil er eigentlich schon immer wusste, was er da die letzten Jahre getan hat, war eigentlich nicht in Ordnung. Ich habe schon fast den Eindruck, als würden wir jetzt bei der Wahl gar keine Farben in der Parteienlandschaft mehr haben, sondern haben nur noch irgendwie von hell bis dunkelgrün Unterschiede. Aber ganz konkret, Eberhard, was müssen jetzt denn wirklich die nächsten Schritte sein, damit es eben nicht nur warme Worte bleiben, sondern dass wir jetzt wirklich einen Schub kriegen, um dem Klimaschutz da auf die Sprünge zu helfen? Also ganz wichtig ist, dass unsere Klimaziele massiv überarbeitet werden müssen. Wir von Solareinige Förderverein zusammen mit über 20 weiteren Organisationen, die sich zusammengeschlossen haben zum runden Tisch erneuerbare Energien, wir fordern, wir müssen bis 2030 100% erneuerbare Energien schaffen. Und zu diesem Zweck haben wir ein Arbeitspapier erstellt in Zusammenarbeit mit dem runden Tisch erneuerbare Energien, was beschreibt, was politisch alles passieren muss, um die Energiewende richtig nach vorne zu bringen. Das ist in unseren Kreisen ja fast unstrittig, diese Forderung, wir müssen das bis 2030 schaffen, aber das wird natürlich wieder neue Widerstände schaffen. Und es ist ja wirklich schon eine Herausforderung, das jetzt in den nächsten 9 Jahren zu schaffen. Was wäre das Wichtigste, was man jetzt da angehen müsste? Also das Wichtigste sehen wir, dass wir alle Bürger beteiligen müssen und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Dass die politischen Randbedingungen so gesetzt werden, dass klimafreundliches Verhalten die Norm wird. Dass Regulatorien, dass entsprechende Gesetze, dass Gebühren und ich weiß nicht was alles so gestaltet werden, dass die Menschen gerne in Erneuerbare investieren. Du musst bedenken, Ingo, ich habe letztens gelesen, die deutschen Bürger haben mehr als 2.000 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Wenn ein Bruchteil davon investiert wird in erneuerbare Energien, dann schaffen wir die Energiewende bis 2030 locker. Genau, und die Menschen wollen das ja auch. Die wollen ja nicht nur Häuser kaufen in den Großstädten, weshalb die Immobilienpreise immer höher werden, sondern die wollen das ja auch sinnvoll investieren und die Möglichkeit müssen wir denen geben. Ja, genau. Und welche das im Detail sind, das werde ich jetzt demnächst mit Susanne Jung, unserer Geschäftsführerin vom Solareinige Förderverein, nochmal im Detail besprechen. So, recht herzlichen Dank, Eberhard. Ich glaube, an der Stelle können wir jetzt hier auch Schluss machen. Wir werden uns sicherlich demnächst noch des Häufigeren darüber unterhalten, wie wir jetzt da vorangehen. Und damit wünsche ich Ihnen alle noch einen recht schönen Tag. Dankeschön.